Ja, hallo liebe YouTube-Freunde, wir haben mal wieder was Neues mitgebracht. Wir haben uns das schon länger vorgenommen, mal ein Video vom Mercedes 124er zu machen. Jetzt haben wir die perfekte Gelegenheit, an diesem Auto euch mal zu zeigen, was wir im Bereich HiFi machen können, ohne dass das Auto aussieht wie ein anderes Auto, sondern wie ein 124er. Wie das ganz genau aussieht, zeigen wir euch jetzt in diesem Video. Als allererstes gucken wir uns mal beim 124er an. Wo hat denn das Auto überhaupt Lautsprecher? Gucken wir mal rein. So. Ja, Standard beim 124er ist Armaturenbrett-Lautsprecher. Ja, links und rechts, da sind 12 cm Chassis drunter. Manches Mal haben die Fahrzeuge auch ein Soundsystem drin. Dann ist hier so ein Lautsprecher nochmal eingebaut. Wie da der generische Zusammenhang ist, wann dieses Soundsystem drin ist oder nicht, das weiß ich nicht genau. Ich bilde mir ein, dass das oft bei japanischen Reimportfahrzeugen drin ist. Genau, das ist unsere Bestückung vorne, also ein relativ kleiner Lautsprecher. Dann haben wir hier hinten drin, da, dort, links und rechts auf der Hutablage auch nochmal jeweils einen Lautsprecher. Das sind tatsächlich auch nur 12 cm Chassis, also auch nicht riesengroß bei dem Auto. Das Endergebnis davon ist, man hat im Grunde keinen Bass. Wo soll er halt auch herkommen? Das ist einer der Gründe, warum wir einen Subwoofer einbauen werden im Beifahrerfußraum. Wie wir das genau machen, das zeigen wir euch später. Der wird aber sehr, sehr gut funktionieren, ohne dass ein riesengroßer Subwoofer ist. Verstärker kommt rein, hinten in den Kofferraum, auch komplett versteckt. Und ein neues Radio bauen wir halt auch noch mit ein. Das heißt, wir schmeißen das originale Gerät raus. Ja, viele von euch werden jetzt sagen, um Gottes Willen, dann sind wir ja nicht mehr im Retro-Look unterwegs. Aber wir haben ein richtig cooles Gerät uns da rausgesucht. Ist auch relativ neu noch am Markt. Das wird richtig gut in dem Auto aussehen. Alles klar, wir nehmen jetzt erstmal den Lautsprecher raus, würde ich sagen, und dann machen wir weiter. Ja, wir wollen mal den rechten Armaturenbrett-Lautsprecher rausnehmen. Das wird wahrscheinlich viele von euch interessieren, wie wir das genau machen. Wenn ihr euch das Gitter mal anguckt von dem Lautsprecher, ihr habt hier diese einzelne Leiste drauf und da haben wir nochmal das Gitter. Und die Leiste muss als allererstes raus. Dafür nehmen wir am besten so einen Kunststoffkeil. Dann könnt ihr hier so ein bisschen rein hakeln. So, zack. Na, dann flippt das Ding halt auch schon hoch. Und dann kann man den so abnehmen. Und jetzt haben wir hier eine Schraube. Und da ganz hinten in der Ecke haben wir auch noch eine Schraube. Die beiden müssen raus. Fangen wir mal mit der hinten an. Das sind kleine Kreuzschrauben. Und hier vorne die schon mal lösen. Dann können wir wieder unseren Keil nehmen, hier so ein bisschen runterhakeln. Ne, jetzt haben wir das schon hoch und jetzt kann man das quasi unter der Säule vorziehen. So, zack. Und jetzt haben wir das Ding draußen. Im Grunde ganz easy. Wir haben jetzt hier schon mal den neuen Lautsprecher eingebaut. Ist ein 12 cm Chassis, hat die gleiche Snap-on-Fassung wie der alte Lautsprecher und auch den gleichen Anschluss. Das heißt, man kann das wirklich relativ easy und einfach tauschen. Und ist für 124er Fahrer wieder ganz, ganz wichtig, man muss halt nichts schneiden an dem Fahrzeug, ne? Ich setze jetzt das Gitter wieder ein und dann nehmen wir mal den ganzen Heckbereich auseinander, dass wir den Verstärker einbauen können. Zeigen wir euch auch gleich nochmal, wo wir den genau hinbauen. Also der Sitz, der muss nicht immer raus. Hat sich jetzt aber für uns angeboten. Da muss ich mich nicht so buckeln, wenn wir das Video machen. Wir haben den vorderen Teppich, den haben wir jetzt mal rausgenommen aus dem Auto. Da ist normalerweise noch so ein Blech, wo ein Steuergerät drauf gesessen hat. Das Steuergerät, das haben wir auch schon mal beiseite geräumt. Und wenn wir jetzt halt hier in den Fußraum reingucken, dann sehen wir relativ viel tiefen Platz. Dort haben wir vor, unser Subwoofer-Gehäuse herein zu laminieren. Mit einer GFK-Schale, Holzfront reingezogen und dann 20 cm Woofer rein. Wir werden das jetzt langsam in der Garage vorbereiten, abkleben und das Gehäuse hochziehen. Dann werden wir in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen Verkabelung machen, Lautsprecher einbauen, Radio das neue einbauen und dann gucken wir weiter, wie es denn dann so am Ende des Tages aussehen wird. Wir haben ja gesagt, wir wollen ein neues Radio einbauen,
was von der Optik her schön zu diesem Auto passt, damit es wirklich so dicht wie es geht ans Original kommt. Und jetzt schaut euch mal das neue Radio an. Ja, das ist kein originales Grand Prix, das ist ein Nachbau Grand Prix. Es sieht dem Original Grand Prix zum Verwechseln ähnlich, auch was Tastenanordnung ähnliches angeht, alles sehr, sehr gleich, nur mit dem Unterschied, wir haben andere Technik drin. Nix Kassette, sondern jetzt Bluetooth Audio Stream, Bluetooth Freisprechen, USB-Anschluss ist dran, AUX ist dran, iPod Control und digitales Radio. Und was natürlich für HiFi-Nachrüstung interessant ist, einen anständigen Lautsprecherausgang, so dass ihr einen Lautsprecher einfach quick and dirty betreiben könnt mit ein bisschen Dampf. Und für uns ist natürlich interessant, das Gerät hat Vorverstärkerausgänge, hat inklusive Subwoofer-Steuerung. Also das ist wirklich eine feine Sache, das Gerät, ne? Also von der Optik her brutal gut geworden, muss ich wirklich sagen. Da bin ich sehr, sehr verliebt in das Ding. Gerade für 124er, 190er, 107er, 129er, das perfekte Radio, wenn ihr mich fragt. Man kann es auch in der Farbe variieren, also es muss nicht in diesem blass Orange sein, kann auch rot, rosa, grün, was weiß ich was sein, wie ihr das möchtet. Aber für Mercedes natürlich standardsgemäß, so ein blass Orange nenne ich das mal, bietet sich an einzustellen. Ja, das ist das neue Gerät. Es müssen noch ein paar Kabel raus aus dem Auto, das haben wir festgestellt. Das fangen wir mal an rauszustrippen jetzt und dann gucken wir mal, dass wir den Verstärker dann noch langsam reinbekommen. Das Fahrzeug, das hatte mal einen Verstärker drinnen, einen Mercedes-Verstärker und einen Wechsler. Das war alles hier unter die Hutablage geschraubt. Also es war nicht am Werk drinnen. Ich weiß nicht, wer das eingebaut hat, aber es war echt eine Vollkatastrophe. Wir haben hier nochmal das alte Kabelmaterial übergelassen. Das hier haben wir alles aus diesem Auto herausoperiert, hat nichts darin verloren. Na, das heißt, jetzt sind wir wieder 4 Kilo leichter. Den neuen Verstärker haben wir schon eingebaut. Ich mache mal hier so ein bisschen Licht rein. Na, dann leuchtet man hier mal so in die Verkleidung. Und da. Das ist der neue Verstärker. Der ist über diese Originalverschraubpunkte dort hinten, ist der befestigt. Und die Kabel, die gehen dann quasi dort nach vorne Richtung Fahrgastzelle. Batterie ist direkt hier drunter, haben wir da direkt angeschlossen. Das ist bei den 8-Zylinder-Modellen an sich ganz schön gemacht. Ja, das zum Thema Verstärker haben wir halt auch drin. Subwoofer gucken wir uns jetzt auf der Werkbank einmal. Ja, wir haben ja eingangs gesagt, Bass ist das größte Problem im 124er. Wo soll er halt auch herkommen? Vorne habt ihr nur einen 12 cm Lautsprecher im Armaturenbrett, hinten habt ihr nur einen 12 cm Lautsprecher auf der Hutablage, zumindest bei der Limo. Kofferraum bei der Limo auch ein bisschen doof, weil der Tank genau hinter der Rückbank steht. Auch das ist, es bietet sich nicht an, dass man im Subwoofer irgendwie im Kofferraum einbaut. Deswegen haben wir, wie wir es gezeigt haben, schon ein bisschen im Auto, so ein Subwoofer-Gehäuse aus Glasfaser für den Fußraum laminiert. Ja, ich drehe den mal um, da sieht man das. Ne? Klebt noch ein bisschen Dreck dran, machen wir gleich noch weg. Das ist eine GFK-Schale, die der perfekte Abdruck vom Fußraum ist. Und vorne haben wir jetzt ein 20 cm Subwoofer drin. Den hänge ich jetzt gleich rein in den Fußraum. Dann gucken wir uns das mal an, wie das aussieht. Legen auch die Fußmatte davor, dass ihr seht, man hat wirklich echt keinen Platzverlust dabei. Und dann sind wir auch schon fast so weit, dass wir die Anlage mal ein bisschen einstellen können. Also auch wenn ihr es nicht glaubt, aber ne, hier seht ihr die Fußmatte, die Originale, die liegt schon wieder drin. Das Subwoofer-Gehäuse, das ist tatsächlich schon drin. Ja, ich klappe das Ding hier nochmal weg. Ja, ziehen wir die mal vor. Zack, seht ihr das? Da ist jetzt das Subwoofer-Gehäuse. Für alle, die sich fragen, ja, wie macht man das mit dem Fußtritt? Kein Ding. Ne? Also das ist hier wirklich super stabil und auch das Gitter, das ist 3D gepresst, das ist brutal stabil. Da könnt ihr den Fuß drauf abstellen. Vom Sound her wird das richtig gut funktionieren und ihr nehmt in dem Auto wirklich keinen Platz weg. Spielt auch keine Rolle, ob ihr ein 124er Cabrio habt, eine Limo oder ein T-Modell. Das funktioniert in jeder dieser Karosserieformen. Und das Beste daran ist, ihr müsst da unten nichts sägen, bohren, löten, sonst was. Man steckt das einfach nur rein und dann sitzt es. Ich klappe das Ding wieder vor, Teppich rein, Sitz rein und dann können wir das Auto tatsächlich sogar schon einmessen. Nur weil der 124er ein Oldtimer ist oder ein Youngtimer, je nachdem, wann ihr ihn gekauft habt, heißt das ja nicht, dass wir auch alte Technik verwenden müssen. Ganz im Gegenteil, wir sollten schon schauen, dass wir auf modernste Technik setzen. Warum?
Die Lautsprecher vorne spielen natürlich stark gegen die Scheibe. Das heißt, wir haben dort mit Reflexionen zu kämpfen. Und beim Hecksystem ist das mit der Heckscheibe halt auch nicht großartig anders. Plus kleines Chassis. Wir haben also im Vergleich zu einem normalen Lautsprecher bis hin zu dem Subwoofer weniger Membranfläche. Kickbass ist also schon auch ein Problem in dem Auto. Ne? Wie gleichen wir das Ganze aus? Das machen wir im Falle von diesem 124er mit einer Prozessorendstufe. Das heißt, wir haben einen digitalen Signalprozessor im Verstärker direkt integriert und können damit sehr viel ausgleichen. Ich habe mal die Maske aufgemacht, dann sieht man das schön, wie das aussieht. Hier haben wir eine schematische Darstellung des Autos. Frontsystem, Hecksystem, Subwoofer. Der sitzt natürlich in unserem Fall vorne im Fußraum, aber das ist nur eine grobe Grafik. Hier haben wir die Möglichkeit, einzelne Kanäle zu muten oder einzelne Kanäle lauter, leiser zu machen. Wir können hier anwählen, ob wir einen Hochpassfilter haben wollen, mit welcher Filtercharakteristik wir arbeiten wollen, wo das Filter arbeiten soll und mit welcher Flankensteilheit. Und hier unten, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, können wir die Laufzeitkorrektur einstellen, damit wir am Ende eine schön zentrierte Bühnendarstellung auch haben. Hier im rechten Bereich haben wir den Equalizer von den jeweiligen Kanälen. Man sieht jetzt halt hier, dass wir schon insgesamt eine Hochtonabsenkung halt einarbeiten mussten. Hat halt wieder was mit den Scheibenreflexionen zu tun. Das ist vorne wie hinten auch annähernd gleich. Ne? Also man sieht auch hier haben wir teilweise leichte Korrekturen oder keine Auskorrekturen. Und im Bassbereich brauchen wir quasi keine Korrektur. Das ist die gute Nachricht daran. Ich zeige auch mal, wie das grafisch mit einem Mikrofon circa gemessen aussieht. Hier diese türkisene Linie, die ihr dort seht. Das ist die ideale Referenzlinie, so wie das Fahrzeug sein sollte. Ist schwer zu treffen, also um nicht zu sagen, gar nicht. Ne? Das ist eine Annäherung, an die wir ran müssten. Die rote Linie, die ihr hier seht, das ist meine momentane, temporäre, fertige Linie. Ist noch nicht ganz fertig. Im Bassbereich bin ich auch noch nicht so super glücklich mit. Und die gelbe Linie, die habe ich euch jetzt mal angelassen, weil die ist ein wunderschönes Paradebeispiel. Warum haben wir hier bei 100 Hertz, oder es eigentlich fängt schon so bei 70 Hertz an, so ein riesengroßes Loch, was sich bis 200 Hertz halt hochzieht im Vergleich zu dieser anderen Kurve. Was haben wir da anders gemacht? Ganz einfach. Hier ist die Phase des Woofers gedreht. Hier ist sie im Normalzustand. Das ist ein wunderschönes Paradebeispiel dafür, was passieren kann, wenn beim Subwoofer die falsche Phase eingestellt ist im Vergleich zu den anderen Lautsprechern. Der Bassbereich klappt komplett weg. Und das Endergebnis davon ist, dass die Chassis Hub machen ohne Ende. Ihr habt aber trotzdem keinen Bass. Da müsst ihr wirklich Wert drauf legen. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir das hier easy in der Software machen können. Man kann es natürlich auch mechanisch machen. Das würde halt auch gehen, indem wir Plus und Minus am Lautsprecher drehen. So, was mache ich? Ich stelle das jetzt noch ein bisschen fein ein. Und dann machen wir den ersten Soundcheck mit der ganzen Geschichte. Wisst ihr, was das Beste am Ende eines Einbaus ist? Richtig, der Soundcheck. Wir sind beim 124er fertig, komplett penibelst eingestellt. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, reinhören mal in das Auto, wie der genau funktioniert. Ich mach mal ein paar Tracks halt an. Gucken wir mal. Was soll ich sagen, Leute? Machen wir wieder ein bisschen leiser. So, er ist schon echt gut. Ist wirklich gut geworden. Also wenn ihr euch vorstellt, ihr würdet im 124er sitzen und die Musik hören, es klingt nicht wie ein 25 oder 30 Jahre altes Auto. Klingt eher wie eine aktuelle E-Klasse mit Bomester-Soundsystem drin. Super, super gut jetzt geworden. Ich habe noch ein bisschen Spaß. Gebt gleich das Auto dem Kunden. Der wird da sicherlich auch eine Menge Spaß mit haben. Liked unser Video fleißig, kommentiert, wenn ihr da Lust drauf habt. Und wenn ihr auch einen 124 habt, schreibt uns eine E-Mail oder ruft uns an oder schreibt uns eine WhatsApp. Die ganzen Kontaktdaten findet ihr in dem Video. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bringt einen 124er vorbei und wir sehen uns dann im nächsten Video.